Haben wir bei Lutklamente Tutorial? Moment. Hallo bei Lutklamente TV. Heute kommt ein Tutorial nochmal, wie man ein Konto einrichtet. Ich habe vorhin schon eins gerichtet mit den Elements. Das hat ein bisschen, war ein bisschen kompliziert, hat fehlgeschlagen, aber könnt ihr auch gucken. Es ist manchmal nicht so einfach, manchmal sehr einfach, manchmal so schwierig. Und jetzt zeige ich euch das nochmal neu. Ich hoffe, dass ich das jetzt gerafft habe, dass ich das in 5-7 Minuten hochgeladen habe, das neue Konto eingerichtet habe. Und wenn ich ein halbes Jahr ein neues Konto einrichte, dann gucke ich mir das Video selber nochmal an, weil die Kleinigkeiten vergisst man da was und es könnte sich auch manchmal was ändern bei YouTube und Google. Alle paar Jahre ändert sich da was, aber im Prinzip ist es dasselbe. Jetzt zeige ich euch das mal bei meinem Computer. Und das Kontoeinrichtung, wie YouTube funktioniert, habe ich ja als Dienstleistung. 500 Euro zahle ich hier eine aus einem Nachbarort. Der hat einen Shop, wo wir ihre Sachen vorführen. Und 400 Euro habe ich schon angeboten, dass ich ihr zeige, wie man bei YouTube die Videos hochlädt und das verwaltet. Weil die kommt da auch nicht klar. Also ihr könnt mit diesem Video, könnt ihr euch verwenden. Dann zeigt ihr den Leuten das mit dem YouTube und könnt ihr locker 100 Euro für nehmen, um zu zeigen, wie man mit YouTube umgeht. Also hier ist mein Konto. Jetzt gehe ich nochmal ganz normal in YouTube. Wo ist es da? Ich bin im Browser. Ich mache nochmal zu. Von Anfang an machen wir das. Ich bin im Browser. Ist ein paar Sekunden geöffnet. Jetzt habe ich den Firefox. Geht auch Chrome oder Explorer da. Geht auch. In YouTube. Also jetzt will ich nur das Konto eröffnen. Und gehen wir auf Anmelden. So, dann kommen wir auf diese Seite. Da sind die Konten, die ich schon habe. Jetzt muss ich ein neues Konto eröffnen. Ich muss mir das eben aufschreiben, damit ich die Daten habe. Vielleicht Medizin Demenz. Und jetzt heißt es Medizin, Herzinfarkt at gmail.com. So, jetzt sagen wir Konto hinzufügen. Und da kommen wir hier. Jetzt sagen wir aber da unten Konto erstellen. So, da kommen wir hier, dann erstellen wir ein neues Konto, da muss man den Namen und so weiter eingeben. Und gleichzeitig zu diesem YouTube-Konto habt ihr da auch ein E-Mail-Konto von Google mit eingerichtet. Das gehört immer zusammen, YouTube und E-Mail. Gebe ich meinen Namen ein, ist ja nicht geheim. Das geht auch schneller. Ich dachte, da ging es schneller. Oh, da muss ich einmal klicken, das ist dann. Oh. Aktuelle E-Mail-Adresse. Das ist das Problem mit aktueller oder möchten Sie eine neue Gmail-Adresse? Das müssen Sie unbedingt machen, wenn ihr ein neues Konto einrichtet. Ich möchte eine neue Gmail-Adresse, so. Weil ich will immer nur 100 Videos in ein Konto, wenn das dann gesperrt wird, wegen Urheberrecht oder sonst was, dann werden nicht alle 1.000, 2.000 Videos, aber ganz Konten gesperrt, sondern nur das eine. Jetzt gebe ich dir eine neue E-Mail-Adresse ein, bei Gmail ist das. Medizin. Weil ich will ein YouTube-Konto machen, nur mit Herzinfarkt. Vom Fernsehen, Medizin-Ratgeber. Da braucht man das nur eingeben, das Gmail ist schon drin. Gib mein Passwort. Das muss man alles aufschreiben in seinem Büchchen, sonst kommt man in den Konten nicht mehr rein, wenn man es vergessen hat. Geburtsdatum beim Mann ist nicht geheim. Je älter der Wein, umso besser und teurer wird er.
Das hatte ich vorhin vergessen, ich bin männlich. Wenn man es vergisst, kommt da die Fehlermeldung, aber man konnte das andere wiedersehen, wo ich da 15 Minuten zugange war. Sie konnte erstellt war, Telefonnummer braucht man nicht, kann man machen. Aktuelle E-Mail-Adresse, gebe ich mein Yahoo-Konto ein. Das ist schon. Das brauchen wir nicht. Bestätigen Sie überspringen. Da müssen wir hier noch diesen Spam-Schutz eingeben. Jetzt habe ich auch noch meine Uhr vergessen anzustellen. Da muss man erst die Zahl eingeben und dann die in 1 ohne Komma und so weiter. Ich bestätige Datenschutz- und Nutzungsbedingungen. Die können sich immer ändern. Nächster Schritt. Irgendwas war alles verkehrt. Passwort stimmt nicht überein. Jetzt, weil ich mich unterhalten habe, habe ich da. Habe ich mich da vertippt. Ich habe auch schon was von gedacht, aber. Die Daten werden alle übernommen, dann muss man nur noch den Spam-Schutz wieder machen. Ist jetzt schwer zu lesen. Wenn man da was Falsches eingibt, dann kommt das nochmal und dann kommt eine andere Zahl. Das ist auch so schwer, es gibt immer so viele Zahlen da. Eine Facebook-Nachricht leider. So, jetzt mal gucken, ob es stimmt. Konto bestätigt, jetzt sind wir drin. Da können wir noch Telefonnummer eingeben. Konto bestätigen, jetzt müssen wir das Konto bestätigen. Dazu muss ich vorhin braucht sie das Konto nicht bestätigen, aber komisch. Wir haben festgestellt, muss nur noch bestätigen werden. Naja, ich weiß nicht, warum ich vorhin das Konto bestätigen musste und jetzt nicht. Da muss ich noch meine Handynummer eingeben. Wo habe ich die denn? Könnt ihr auf meiner Internetseite auch sehen, ist nicht geheim. Ist. Was ist verkehrt? Man sagt, das können SMS-Gebühren anfallen. Telefon, das heißt, Telefonnummer ist ungültig. Achso, die ist von den USA. Muss man das Land aussuchen, so ein Quatsch da. Bei G wie Germany oder sind es mal anders? Vorhin war es ohne das, jetzt muss ich das eingeben. Was sind die? Mein Gott.
Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt geht. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den kriege ich jetzt per SMS. Und mein Handy am Laden. Jetzt muss ich eigentlich eine Nachricht geben. Und dann ist das Konto schon angemeldet eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich das vorhin nicht hatte, aber ich jetzt mal auch. Nicht gehalten. Eigentlich müsste ich jetzt schon da. Letztes Mal war es noch ein paar Sekunden schon da. Vorgang. Ich hole den Vorgang. Mal gucken, ob die Nummer richtig ist. Das ist richtig. Gehen wir weiter. Jetzt ist der Messer angekommen. Da steht auch die Nummer. Könnt ihr ruhig sehen, die ist für jeden anders. Das ist so, jetzt mal gucken. Jetzt haben wir ein Google Mail-Konto und YouTube-Konto eingerichtet. Nächster Schritt gehen wir da. Da kann man Bilder hochladen von allen. Das habe ich im ersten Konto bei mir gemacht. Zurück zum YouTube, sagen wir da. Da ist Medizin Herzpark, sehen Sie da. Schon angemeldet. So, das ist das YouTube-Konto. Noch am Laden. Bundesländer dort. So, sieht man hier. Da sieht man den Namen. Medizin, Herzinfarkt, Gmail-Konto. Und jetzt gehen wir hier auf, wenn dann Videos schon lernt, dann geht man auf Videomanager. Da sind eure ganzen Videos hochgeladen. Ansonsten einfach auf Hochladen gehen. Und da könnte man direkt ein Video hochladen. Da kommt noch eine Meldung erscheinen. Da kann man eine Playlist einrichten. Okay. Ist nicht so wichtig. Da kann man verschiedene Konten einrichten. So. Und jetzt kann man einfach hier ein Video hochladen. Mal gucken, wie weit das ist. Dann zeige ich das eben auch noch schnell. Das Konto ist eingerichtet. 13 Minuten. Ich habe noch 2 Minuten. Dann gehe ich auf, das ist mein Bild, Computer, gehe ich auf Desktop. Ordne alle Videos, heißt das Ding. Ordne alle Videos. Unser Medizin. Herzinfarkt. Wir haben schon ein Video. Ich gebe hier noch den Namen. So. Hochladen. So, jetzt wird schon hochgeladen. Jetzt wird schon das erste Video hochgeladen in dem Konto. So, das war schon. Ich habe noch 1 Minute. Abmelden, wisst ihr, wie es geht? Einfach abmelden, aber jetzt ist euer Konto schon drin. Das war also, wie man ein Konto anmeldet.